Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Heaven's Hope. Und keine Sorge, meine Freunde, ich bin nur hier dooferweise genau in die Kirche gelatscht. Wir haben ja in der letzten Episode vorher draußen zu Ende gemacht und bin da eben kurz, hineingelatscht. Aber ist nicht so schlimm, wir haben ja rechts, links, links, ne? Das noch, und dann können wir vielleicht da reingehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob da irgendwas. Ja, ob das funktioniert, ob das passt da oben in der Kammer. Also, wir haben ja. Was war es da wieder? Genau, HZF. So rum war es ja. Jetzt mal hier, guck mal. Und dann wieder runter. Und dann macht es. Und Flopf und Lililu und Tralala. Dann haben wir das alles hier raus und rein. Und dann. Gut, und nun müssen wir wieder durch. Oh Mann. Wenn er jetzt so zack rennt er dann wutsch, und dann rennt er da hinten durch. So will das so ein Schnellverfahren gemacht auf werden. Mich. So. Ach, die. Was? Wo rennt der Kerl? Auf mich wurde geschossen. Spiel genommen. Doch ein bisschen doof. Ja. Z und dann noch F. Die Kügelchen hier habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe nur immer das Ding gesehen. Wie soll ich sagen? Die Papierfetzen, nicht die Kügelchen. Aber das hat ja einen Mund zerkaut. Und jetzt können wir die nehmen. Das finde ich ja sehr genial. Und eigentlich auch sehr schön. Wir müssen ja hier irgendwie das Licht versperren und dann. Naja, tue ich das hier. So. Ja. Oh. Ha! Ich hab getroffen. Jetzt fällt schon ein bisschen weniger Licht durch das Prisma. Müssen wir nur aufpassen, dass wir hier. Ich hab, glaube ich. Ich habe richtig gezielt, aber du. Du weißt, wir können das Ganze hier auch ab, wenn dir das lieber. Oh Mann. Ach so, da muss einfach. Ach, da wird einfach automatisch. Irgendwann geht dir die Puste aus. Okay, das ist bis zu Billo gewesen. Ist irgendwie die Hälfte oder so? Jupp. Nächster Treffer. Was? Ich hab immer noch geklickt, ich hab gar nicht aufgehört. Aber na gut. Ach, zu viel. Mann, zu wenig, das gibt's doch nicht. So. Jawohl! Das war echt. Boah, oh, aus dem Lichtfeld der Sache raus. Zu viel, Mann! Das war zu wenig, ne? Oh, doch nicht! Sehr gut! Es fällt kein Licht mehr durch das Prisma. Und der Pseudo-Feuereffekt von Michaels Schwert hat sich erledigt. Hier unten ohne Gottes Licht. Wirkt irgendwie kleiner so ohne Feuer. So ist das manchmal. Nimm mal mit. Schon gut. Okay, so geht das auch nicht. Anzünden? Das hat nicht die Form eines Schwerts. Das funktioniert nicht. Was die Überstülpen? Ich habe tatsächlich das Schwert des Michael. Wer hätte das gedacht? Und die jetzt aber schnell wieder nach oben, damit wir diesen Exorzismus durchführen können und du wieder zurück in. Michael. Ja, alles wieder nochmals machen. Oh Mann. Na gut, hier.
Ich hoffe, das funktioniert hier. Da ist nicht drauf gestanden, der Kerl. Da ist nicht drauf gestanden. Nein, nicht dahin. Nein. Zum Glück. Halleluja. Und durch. So, wir haben abgeschlossen mit dem wunderschönen Raum. Ist wirklich wunderschön. Zack, und wird alles wieder resettet hier. Das ist echt doof. Echt doof. Wirklich doof, dass alles wieder resettet wird. So, haben wir so ein schönes Schwert hier bekommen. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloril. Ich gehe dann mal. Müssen wir jetzt? Wir müssen ja irgendwie Mercalliner überzeugen, damit er uns hilft. Der ist bestimmt noch ganz schön sauer. Ich kann da... Der ist bestimmt noch ganz... Wieso soll... Und dem Herrn Blumenfort. Das klappt so nicht. Mal sehen, was ich damit anstellen kann. Also ziemlich nichts. Ein Dikt. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier noch Krimassen. Okay, können wir nicht. Wem soll man das Ding dann geben hier, das gefälschte? Das so. Wo ist denn der Herr? Wo ist denn der Herr McCallum? Da ist ja immer noch. Oder wie? Ja, sprechen vielleicht mit dem Blumenfort. Vielleicht ist er ja. Oh, der ist wirklich hier, wieder in seinem alten Gemach. Hallo, Blumenfort. Hallo, Taloril. Wie kann ich dir helfen? Ich habe mit Vladic gesprochen. Oder eher, er hat mit mir gesprochen. Und? Konntest du ihn überzeugen, die Flugmaschine in die Kneipengasse zu schaffen? Nun ja, er hat sich dazu bereit erklärt, die Flugmaschine in die Kneipengasse zu schaffen. Gut, gut, gut. Ja, aber ich muss vorher noch was machen. Ich muss vorher noch einen Exorzismus an Greta durchführen. Du musst... Was? Nun ja... Irgendwie ist wegen mir so ein komisches Etwas aus einer Ziege rausgefahren und es ist irgendwie in Greta reingefahren. Und Vladic hat gesagt, er schafft die Flugmaschine in die Gasse, aber erst muss ich Greta auf die Reihe bekommen, hat er gesagt. Kurz, ich muss erst einen Exorzismus durchführen. Aha, dann mach das mal und komm wieder, wenn... Ich geh dann mal. Wieso sollte ich... Ich weiß auch nicht, wo ist McCallum? Wir müssen dir ein Ding geben. Ist er vielleicht hinten? Gretas Saal. Da. Und ihm können wir ja auch nicht fragen, hallo, wo der Herr ist, hallo, oder? Jetzt da wir einen Gatz. Das könnte ja, doch riesig. Das Einzige, was seitdem aus ihrem Saal Kamster geschmissen hat. Heftige Hilfe. Also... Wieso? Naja, also... Ich bin doch irgendwie zusammen und ich... Oh ja, ich erinnere... Beichtet. Und... Aber wie überzeuge ich ihn davon? Da musst du dir wohl... Irgend... Das haben wir schon, ich aber... Geh dann. Wo ist der Herr? Ich will ihm noch das Ding geben. Müssen es ein kleines Mädchen geben, die nebenan sitzt, oder was? Das klappt so nicht. Der ist bestimmt noch ganz schön sauer, nachdem ich ihn mit Blut... Wenn wir zum... Ist hier vielleicht? Wo ist der Herr McCallum hier? Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Nur hier ist es ja auch nicht. Wie
Wieso sollte ich das? Keine Ahnung. Das klappt. Der neu zusammengeklebte McCallum. Okay. Ja, aber den sollen wir doch irgendwie. Wo ist denn Herr McCallum? Wo kann er nur sein? Stadtrand ist er wahrscheinlich auch nicht. Da ist er nie. In der Kneipe. Ach, logisch, sind ja alle wieder in der Kneipe. Die haben ja alles zu saufen. Vielleicht ist er McCallum auch da. Wer weiß, wer weiß. Man weiß noch nie so ganz genau. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Aber auf jeden Fall, meine Freunde, viel Spaß.